Hallo und wir sind zurück zu Cities Skylines in Seeholz und es hat geschneit in Seeholz, es ist ordentlich kalt in Seeholz, da fällt die Temperatur gerade runter unter 0 Grad und wer sich wundert, wo das alles herkommt, der hat vermutlich verpasst, dass es eine neue Erweiterung gibt für Cities Skylines, nämlich Snowfall und Snowfall, ja, der Name ist Programm, Schnee ist gefallen, normalerweise nicht möglich, alte Savegames hier zu übernehmen auf die Schneekarten, es gibt eigentlich Schneekarten, aber dank der fleißigen Modding-Community können wir das und ja, in Seeholz herrscht zurzeit Winter und das heißt, wir haben da diverse Konsequenzen und entsprechend werden wir mal ja, im Moment uns nicht um die ganzen Bürgerwünsche kümmern, zumindest nicht die, die alle per Brief und ähnlichen Formaten eingetroffen sind, sondern um die aktuellen Bürgerwünsche, nämlich ja, allen wird ein bisschen zu kalt sein. Da müssen wir uns mal ein wenig zuerst die Lage anschauen und wir können mal ein bisschen reinzoomen während der Pause. Ihr seht hier wirklich Schnee am Boden, Schnee auf den Dächern, Schnee auf den Autos und es hat noch nicht mal wirklich fest geschneit. Das kommt erst noch und da werden uns auch die Straßen zuschneiden, brauchen wir Räumungsdienste und ja, Straßenwartung ist auch was Neues. Straßenbahnen gibt es jetzt auch neuerdings. Also eine Menge Sachen zu entdecken und eine Menge Sachen, die man in Seeholz jetzt auch eben ausbauen oder dazu bauen können. Entsprechend für ein, zwei Folgen jetzt mal richtig Snowfall-Programm. Und eben dank Mod in dem Fall möglich. Mod ist auch ein gutes Stichwort, weil ja, der eine oder andere Mod funktioniert natürlich leider nicht mehr wie üblich nach einem Update oder einem neuen Add-on. In dem Fall Traffic Plus Plus. Das mag nicht mehr, wie man auch am fehlenden Button erkennt. Wobei Traffic Plus Plus 2.0 Version 2 hat da jetzt die Funktionalität übernommen. Im Moment zwar so, dass man nichts machen kann, aber zumindest die Safe Games sind mal einwandfrei ladbar. Und zwei weitere Opfer habe ich noch zu beklagen, wobei ich nicht weiß, warum, weil eigentlich sollte es funktionieren. Das ist zum einen unser ja, Verkehrsmanagement-Tools, der Improved Public Transport. Der scheint zu streiken, obwohl er eigentlich gehen sollte, von dem, was ich gelesen habe. Das heißt, momentan sind einfach so viele Fahrzeuge auf der Linie unterwegs, wie das Spiel meint, dass gut ist und wir haben da selber keine Kontrolle. Und ja, Time Warp fehlt aktuell, obwohl die Mod installiert ist und funktionieren sollte, können wir das zurzeit nicht machen. Sonst scheint alles halbwegs gut zu funktionieren und ja, wir können uns definitiv, der Kontostand erlaubt, ein paar neue Sachen anschauen und vor allem mal ein bisschen heizen, weil Minusgrade ist unangenehm und momentan heizen zwar alle, aber sie heizen mit Strom, das heißt unser Stromverbrauch ist vermutlich wesentlich gestiegen, habe es nicht genau im Kopf, wie die Zahlen ursprünglich waren, aber da müssen wir uns auf jeden Fall gleich mal drum kümmern, nachdem wir, glaube ich, so wie es ausschaut, mal die Friedhöfe kontrollieren, genau, die sind auf entleert sich, was momentan vermutlich nicht die beste Idee ist. So, wo hat man da den anderen? Hier, der entleert sich auch gerade, weil wir haben noch kein Krematorium, das kommt erst und hier hat man noch einen, der ist in Ordnung bei 15.000 Einwohnern, das heißt auch nach wie vor das Ziel, damit wir das Krematorium bekommen und natürlich auch hoffentlich bald mal ein neues Gebiet, das wäre auch ganz gut. Okay, dann lassen wir es mal laufen, dass ein bisschen Tag wird, damit wir den Schnee auch bei Tag genießen können. Wobei die Kombination Nacht und Schnee schaut auch super aus, wie ich finde. Und wer ein bisschen mehr über das Add-on wissen will, es gibt auch schon eine Checkliste und eine Livestream-Aufzeichnung, wo ich mir das Ganze mit dem lieben Kollegen Steppke ein bisschen genauer angeschaut habe. Also falls ihr es nicht erwarten könnt, rauszufinden, was da neu ist, einfach Checkliste oder Livestream-Aufzeichnung schauen. So, Heizen, das ist mal das erste Thema. Hier gibt es neuerdings eben eine Heizung. Heizungsverfügbarkeit 0, klarerweise. 114 Megawatt werden momentan gefragt. Hängt auch von der Temperatur ab. Das steigt und sinkt mit der Temperatur. Und momentan heizen, wie gesagt, alle mit Strom. Das wollen wir aber verbessern. Und entsprechend bauen wir entweder eine Kesselstation, 120 Megawatt Heizleistung oder ein Geothermie-Heizkraftwerk, wobei ich das Gefühl habe, ich verstehe, das Geothermie-Heizkraftwerk, genau, das verbraucht wesentlich mehr Wasser, 160 Kubikmeter, aber weniger Strom,
Also das wandelt sozusagen 160 Kilowatt in 80 Megawatt um und das hier 320 Kilowatt in 120 Megawatt. Also das ist vom Strom her effektiver und das vom Wasser. Ja, ist die Frage, was wollen wir eher? Strom haben wir, ja, ist natürlich schwer zu sagen. Wir wissen es jetzt nicht genau, weil wir ja Strom auch fürs Heizen verbrauchen. Geothermie oder Kesselstation? Wollen wir lieber Wasser sparen oder Strom sparen? Wasser haben wir eigentlich genug. Bauen wir doch ein Geothermie-Heizkraftwerk. Die Frage ist, wohin? Ja, ich glaube, da wäre eigentlich ein netter Platz. Ich nehme mal an, das ist nicht vom Abwasser betroffen. Da wird die Heizqualität nicht sinken. Und ja, nebst, dass es eben Strom braucht, das braucht es auch tatsächlich schon, müssen wir natürlich jetzt auch Heizrohre verlegen. Wasser- und Heizungsrohre sind jetzt neuerdings kombiniert. Das heißt, wenn ich das jetzt hier anschließe, sieht man schön, da ist jetzt so eine Rohrleitung mit vier Leitungen, eben Wasser, Abwasser, Warmwasser, Kaltwasser oder Hinwasser, Zurückwasser, Vorlauf, Rücklauf, glaube ich, so sagt man offiziell. Und wir können die bestehenden Leitungen upgraden und somit die Wärme verteilen. Und ich würde sagen, wenn wir es uns leisten können, heizen wir, wenn es geht, gleich die ganze Karte. Ist ja nicht gerade billig. Also auch, ihr seht hier, Verbesserungskosten sind doch ganz ordentlich. Diese Heizungsrohre kosten eine Menge. Jetzt haben wir da schon 10, 20, 30.000 locker ausgegeben. 90.000, da geht es echt runter hier beim Heizungsrohr verlegen. 80.000. Ja, da müssen wir das Ganze eher schrittweise machen. Ah, und hier sieht man das auch was Schönes. Das Gebiet ist jetzt abgedeckt mit Heizung, aber die Heizung funktioniert nicht, weil wir vermutlich irgendwo eine Lücke haben, genau hier. Und jetzt hier im Moment sollte das hier eben mit Wasser geheizt werden. Falls wir noch eine Lücke haben, nein. Da geht's los und entsprechend sollte jetzt auch nach und nach der Stromverbrauch sinken. Hängt natürlich von der Temperatur, wie gesagt, ab. Jetzt ist minus 25 Grad, gerade sehr, sehr kalt, heißt Stromverbrauch sehr hoch. Sollte man aber dann jeden Moment hier weiter Richtung Grün gehen sehen, wenn die Temperatur wieder steigt. Temperatur übrigens gibt es auch auf den anderen Karten, auf den Nicht-Schneekarten, allerdings immer in den Plusgraden und auch dort muss man heizen, vorausgesetzt man besitzt eben das Add-on. Die restlichen Wetterkapriolen, sprich Regen und Nebel, die es gibt, die sind kostenlos, aber eben, dass die Temperatur auch einen Einfluss hat und man heizen muss, das ist nur beim kostenpflichtigen Teil dabei und eben auch der Schnee. Sehr schön. Was wir parallel machen werden, ist vielleicht dafür sorgen, dass unsere Stadt ein wenig wächst. Wir brauchen definitiv mehr Industrie- oder Bürogebiete. Da werden wir, denke ich, hier noch ein bisschen ausbauen. Und sonst haben sich auch ein paar Sachen verbessert, die mit dem Mods auch zum Teil zusammenhängen. Wie ihr hier vielleicht seht, da herrscht jetzt ein bisschen mehr Ordnung. Da zum Beispiel sind jetzt die ganzen Fußgängerzonen in einem eigenen Reiter. Hier die Kläranlagen sind in einem eigenen Reiter. Also da wird auch langsam schön aufgeräumt. Gefällt mir gut. Und ja, nebst eben Schnee und Heizung gibt es noch ein paar andere Neuerungen. Wie schon, glaube ich, gesagt, vorher Straßenbahnen können wir da bauen. Ich weiß nicht, ob die schon zur Verfügung stehen. Ja, Straßenbahn können wir uns dann auch bald anschauen. Schnee von den Straßen müssen wir dann auch bald mal räumen. Straßenwartung müssen wir auch betreiben. Also so ein paar Dinge sind da neu. Ja, nicht unbedingt zum Teil sehr überwältigend, die Neuerungen. Auch wenn der Schnee natürlich klasse ist und so ein Winterfeeling. Vor allem dank der Mod, dass man das wechseln kann. Super. Ja, ist jetzt, sage ich mal, nicht extrem viel dazugekommen. Die Straßenbahn natürlich auch was Tolles, aber ja, das Add-on lebt sehr davon, dass es ein tolles Grundspiel ist. Drücken wir es mal so aus. Okay, ein bisschen Gewerbe wäre auch noch gefragt. Können wir hier noch die eine oder andere Lücke vielleicht füllen? Ah, in dem Fall würde ich sagen, mit dünn besiedelten Gewerbegebiet. So, und die Frage ist, sollen wir da jetzt gleich, wir könnten eigentlich gleich Heizungsrohre verlegen, auch wenn sie zum Teil nicht angeschlossen sind, wobei dann sieht man das auch nicht schön, ob sie sich überschneiden oder nicht. Dann in dem Fall werden wir lieber doch vorher da upgraden.
in die Nähe zumindest. Auch wenn es teuer ist, wie gesagt. Wir verdienen ja im Moment ganz gut, von dem her passt das. Ich hoffe, ich habe die Hard Mode Mod wieder aktiviert. Die hatte ich nämlich deaktiviert für den Livestream. Ich glaube, ich habe sie wieder eingeschaltet. Sonst im schlimmsten Fall machen wir es mal eine Folge ohne und bekommen dann ein bisschen extra Geld, das wir ja sowieso investieren in die Heizungen. Das hätte man ja nach und nach langsam ausgegeben. Jetzt müssen wir es auf einmal machen. Von dem her wäre es nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen extra verdienen, aber ich glaube, ich habe sie aktiviert. So, da ist noch eine kleine Lücke. Optimal. Und hier fehlt Wasser. Dann werden wir auch gleich Heizungsrohre hinlegen und den Rest hier upgraden. Und bevor ich da böse Briefe bekomme aus Belgisch Gmünd, wir bauen die Heizungsrohre natürlich jetzt nach und nach überall hin. Aber das unter Anführungszeichen Luxusviertel bekommst du natürlich als erstes. Vor allem geht uns jetzt, wie gesagt, gleich mal das Geld aus. Dann müssen wir eh kurz mal wieder sparen. So. Haben wir jetzt alles fast. Hier fehlt noch ein bisschen. Ah, na, das ist nur ein zugeschneiter Park. Oder zugeschneite Bäume in dem Fall. Der eine oder andere gemoddete Baum bekommt hier scheinbar keinen Schnee ab. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Normalerweise die gemoddeten Gebäude, die werden auch beschneit. Da haben wir hier zum Beispiel so eine Bahnstation. Ist ordentlich zugeschneit sogar. Parkplätze, ja, aber eben die Bäume scheinen zum Teil nicht sehr empfänglich für Schnee, aber macht nichts. Okay, lassen wir es mal ein bisschen flotter laufen. Fehlt nach wie vor an Industrie, da werden wir mal vielleicht tatsächlich auch wirklich Industrie dazu bauen. Bisschen eckig und kantig. Und dann, wie gesagt, ab nächstes, übernächstes Mal kümmern wir uns wieder um die Bürgerwünsche. So, hier legen wir für den Moment mal noch normale Wasserrohre. Soweit, so gut. Wie schaut's aus mit dem Strom? Er ist immer noch sehr, sehr kalt. Ja, wir haben genug Heizleistung. Ja, so langsam geht da was weiter. Ich würde sagen, so ungefähr nicht ganz die Hälfte der Einwohner hat schon Heizung. Sehr gut. Und wo packt man auch ein wenig Gewerbe hin? Es war ja gefragt, dass wir auch mal ein bisschen durchmischen. Dann wäre vielleicht hier so am Rande des Campus das eine oder andere noch aufstellen. Dann neben die Bahnstation kommt noch was hin. Da werden wir dann durchaus auch ein bisschen begrünen. Aber so ein paar Geschäfte, Cafés, Einkaufsgelegenheiten, das eine oder andere Büro für die Verwaltung ist hier vielleicht auch. Genau. So, da sollte überall Strom und Wasser sein. Perfekt. Und wie schaut es aus mit den Einwohnern? Allzu viel haben wir nicht zugelegt. Kommt hoffentlich noch. Zumindest haben wir jetzt mal kein Problem mehr mit Toten oder fast keins mehr. Wie schaut es sonst aus? Gehen wir es mal ein bisschen durch. Feuersicherheit könnte besser sein.
sollten wir uns hier vielleicht in Orienthöhen mal zumindest eine Feuerwache leisten, eine kleine. Hier in die Bahnstation. Da haben wir noch so ein nettes Eck, aber da haben wir gerade nicht Platz. Dann bauen wir sie hier hin. Sind ja auch ein bisschen glücklicher. Und Polizei. Schaut es noch halbwegs gut aus. Bildung. Ja, die Grundschulen. Haben wir nur wirklich so wenig. Da haben echt nur 75 Studenten Platz. Waren das nicht mal mehr? Tatsächlich. Okay. Die Oberschule. Da schaut es ähnlich aus. Also ich könnte schwören, dass da wesentlich mehr eigentlich Platz gehabt haben. Bis vor kurzem sozusagen. Oder haben wir da an der Budgetschraube gedreht? Kann das sein? Bildung, genau. Ah, das ist Nacht. Klar, in der Nacht natürlich. Da ist weniger Kapazität. Warten wir mal auf den Tag. Oh, und es schneit. Ziemlich heftige Flocken. Und so langsam, ihr seht es, sind die Straßen zugeschneit. Heißt, der Verkehr fließt wesentlich langsamer. Und entsprechend müssen wir uns da jetzt ums nächste kümmern, nämlich den Abtransport von Schnee. Dafür gibt es jetzt eigene Schneedeponien hier zu finden. Allerdings mit Lärmbelästigung, das heißt, wir sollten die so ein bisschen außerhalb machen. Ich glaube, hier wäre ein gutes Fleckchen für eine Schneedeponie. Und eben gleich wie Mülldeponien füllen sich die allerdings. Der Schnee, der schmilzt von selbst wieder. Das ist ein großer Vorteil gegenüber dem Müll. Interessanterweise auch bei Minusgraden. Aber es muss nur warm genug sein, dann schmilzt er. Zumindest habe ich es so verstanden. Okay, und die Räumfahrzeuge, da sehen wir eins, die fahren jetzt einfach hier die Straßen ab und pflügen sozusagen die ganze Straße. Also kann man sich auch in dem eigenen Overlay anschauen. Die müssen nicht auf allen Spuren fahren, sondern das zählt für die ganze Straße. Ist ein bisschen vereinfacht. Und dasselbe Konzept gilt übrigens auch für die Straßenwartung, Straßeninstandsetzung. Das ist auch eine neue Funktion des Add-ons, da wo man eben auch ein Gebäude bauen muss. Die Fahrzeuge fahren dann die Straße ab und warten die Straße. Hätte man ein bisschen mehr draus machen können, habe ich auch in der Checkliste schon gesagt. Schade drum, gerade so bei der Straßenwartung, dass da vielleicht ein paar Baustellen entstehen oder dass mal eine Straße gesperrt werden muss. So ist es eher, ja, muss man halt ein Gebäude bauen. Wenn die Kapazität nicht mehr ausreicht, muss man das nächste bauen und so weiter und so fort. Also jetzt keine große Herausforderung. Finde ich beim Schnee doch ein bisschen netter. Den muss man immerhin zumindest lagern irgendwo. Gut, ich glaube, das Wetter ist eh halbwegs okay. Zumindest schneit es nicht mehr. Dann belassen wir es im Moment mal bei einer Deponie. Jetzt ist auch Tag, dann können wir wieder schauen. Ah ja, am Tag, da langt die Kapazität zumindest bei den Oberschulen. Bei der Grundschule, da ist ein bisschen enger. Sollen wir auch hier vielleicht in den Orienthöhen eine Grundschule bauen? Nähe der Universität. Direkt daneben die Bahn ist es auch nicht ganz nett. Ich weiß, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Leute zu sehr ausbilden, aber bisschen aufleveln möchte ich sie eben auch, vor allem hier in dem Gebiet, wo es dicht bebaut ist. Hier hat sie noch Platz. Direkt da neben der Oberschule. Ist, glaube ich, okay. Gut. Nach wie vor gefragt,
Industrie, respektive Büros. Ah ja, und wegen mangelnden Traffic plus plus haben wir jetzt natürlich Staus. Die nutzen nur mal die äußere Spur. Da sollte man eventuell ein bisschen für den Moment entweder umbauen oder wir warten einfach ab. Mal kurz beobachten. Abgesehen davon, dass es die halbe Zeit eben Gridlocks gibt. Bin mir nicht sicher, wo die alle hinwollen. Aber eben fast niemand will bei der ersten Ausfahrt raus. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn der Traffic plus plus hier fehlt. Können wir das irgendwie zwischenzeitlich ein wenig optimieren? Wohin wollen die alle? Ist eine gute Frage. Mal das meiste eher Fahrzeuge von uns, Taxi, Müllwagen. Kein einziges Fahrzeug noch irgendwie was den NPCs gehört, vermutlich, weil alle schon despawned sind mittlerweile. Ja, unter Umständen löst sich es von selber auf. Ich glaube, hauptsächlich liegt es an denen, die so rauffahren wollen. Ist die Frage, können wir das irgendwie für den Moment verbessern? Nicht einfach. Wisst ihr was, ich lasse jetzt mal ein bisschen laufen, schau, ob sich's auflöst, wobei ich glaube eher nicht. Vielleicht hilft es auch schon, wenn wir einfach einen größeren Kreisverkehr bauen. Das könnte man versuchen. Also einfach mit ein bisschen mehr Umfang. Ja, schönes Ei wieder geworden, wie sich's gehört. Eigentlich wollte ich genau sowas vermeiden, dass es so kurze Stücke gibt. Nein, das ist falsch. Was hat mir hier das? Wahrscheinlich habe ich einfach die Hoffnung, wenn hier mehr Fahrzeuge Platz haben auf den Abschnitten, dass es nicht so schnell zum Gridlock kommt. Da ist natürlich jetzt eine Ampel, oder? Ja, die stört uns aber nicht. Tja, soviel zu dem Thema. Ja, ist schade, dass sie eben die innere Spur so nicht nutzen. Ja, da müssen wir einfach darauf warten. Entweder wir bauen es dann um oder wir warten darauf, dass der Traffic Plus Plus wieder funktioniert. Müssen wir schauen. Aber immerhin 1000 Einwohner haben wir zugelegt und ein bisschen was von Snowfall auch schon gesehen. Also ich wollte eigentlich ursprünglich ja hier hin und noch ein paar Büros aufstellen. Das mache ich jetzt noch flott. Darf hier auch ein bisschen eckig und kantig sein. Vielleicht da bis zu den Gleisen hin. Warum auch immer die jetzt unzufrieden sind. Wegen der Straße mehr. Und es wäre wieder genug Geld da, um Heizungsrohre zu legen. Gehen wir mal auf die andere Flussseite rüber. Wenn wir hier schon sind. So.
So, wo ist da jetzt noch unterbrochen? Hier. Ja, da lassen wir, glaube ich, die Wassertürme mal frei. Hier lassen wir auch frei. Ich nehme Windturbine, muss auch nicht unbedingt sein. Okay, noch ein paar Upgrades. Hier mal das Gewerbegebiet heizen. Und dann so langsam in die Stadt rein. Das werden wir einfach Schritt für Schritt machen wie die nächsten Folgen. Solange wir es uns leisten können. Ja, noch haben wir genug Heizungskapazität, glaube ich mal, um hier noch ein paar zu versorgen. Und irgendwann müssen wir da ein zweites Kraftwerk dazu bauen. So, dann machen wir das noch schnell fertig. Zumindest dieses Wohngebiet. Da haben wir noch Lücken, aber da ist nur Parks und ähnliches. Hier noch und dann gönnen wir uns eine kurze Pause und nächstes Mal werden wir nochmal eine Heizungs- und Schneeentfernungsfolge machen. Einfach alles, was dazugehört. Schauen, dass wir auf die 15.000 kommen. So, ich glaube, jetzt geht uns die Kapazität aus. Zumindest hört es hier spontan auf. Genau, das heißt, wir müssen dann nächstes Mal ein weiteres Kraftwerk dazu bauen. Okay, soweit, so gut. Erster Blick auf Snowfall außerhalb von der Checkliste und dem Livestream. 15.000 Einwohner sollte man nächstes Mal eigentlich leicht schaffen. Heißt dann endlich Krematorium und neues Gebiet. Ist auch die Frage, was nehmen wir da dazu? Wäre ja am ehesten, glaube ich, hier dafür, dass wir das hier mal nehmen. Kann man auch anfangen mit der Autobahn ein bisschen umbauen. Ist da eigentlich ein Hügel? Ah ja. Okay, können wir auch schön integrieren. Kann man die Autobahn vielleicht hier so am Hügel entlang führen? Oder vielleicht sogar unten durch mit dem Tunnel? Müssen wir schauen. Das dann nächstes Mal. Und definitiv mehr Schneedeponien brauchen wir. Ich glaube, die eine langt da nie und nimmer, um die ganze Stadt zu bewältigen. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und baba.